Schnucki. Lacoste Polo, man kennt's. Lacoste Jogginghose. Lacoste Mütze. 200 Euro? Und noch Süßigkeiten. Damn! Das ist keiner Dope, aber kompletter Lacoste Drip. Okay. BWL-Student. Standboxsack und so anderes Zeug. Amazon-Gutschein. Männerpower. Okay, Hoodie, Tastatur. Chinesisches Schriftzeichen für Krieg oder irgendwie sowas. Das ist dope. Damn. Der hat noch mehr. Der Schnucki-Typ hat noch mehr. Will der mich verarschen? Noch ein Lacoste-Zipper. Eine fucking Lacoste-Trainingsjacke. Ein fucking Lacoste-T-Shirt. Und noch eine Lacoste-Jacke. Bro, der ist ja absolut am Lacosten. Was geht denn da ab? Lacoste-Outlet gelernt? Ja, Junge, und dann noch 200 Euro. Das ist fucking crazy. Brand Ambassador. Wow. Das haben wir schon gesehen. Oh, er ist auch alt geworden. Herren-Thermo-Unterhose. Ein Koffer. Eine Brieftasche. Und ein Barttrimmer. Ja, so ist es, Chat. So ist es. Irgendwann seid ihr auch dran, Chat. Das ist deins. Wie alt bist du? Ich sag 22. 19. Oh, damn. Ja, aber dann studierst du schon, oder? Der Typ auf dem Trimmer, das bin ich. Ja. Aber nee, das ist, also ja, nice. Chat, das sind halt die Sachen, die man braucht. So, irgendwann ist es halt echt so, du bist ja am Studieren, du kriegst dein fucking BAföG und alles und dann brauchst du halt, keine Ahnung, das sind halt einfach Sachen, die du brauchst. Du brauchst dann kein Lego-Set oder das oder irgendwie sowas, ne? Handy geht auch noch. Und dann ist das einfach super praktisch, so an Weihnachten dann halt Stuff zu kriegen, den man braucht, so ein Topf oder irgendwie sowas. Kommt auf euch zu. Oh. Oh, damn. 4 PS5-Spiele. Metroid, Toffifee. Ne sicke Dings. Okay. Das sind alles Spiele, die ich nicht spielen würde. Das sind legit alles Spiele, die ich nicht spielen würde. Aber. Stabil, ja, auf jeden Fall stabil. Actually stabil. Hab mir fetten Buberts zu Weihnachten einverleibt und werde mir mit dem Restgeld eine Bon zulegen. Nice. Erstmal AirPods haben. Jetzt schon mein Leben verändert. Ist doch nur eins von vielen Geschenken. Zum Beispiel habe ich noch eine Hantelbank bekommen. Bin so dankbar. Yo! Fucking Hantelbank, 50 Euro AirPods. Damn! Smallest Boobarts. Jungs. Also, sorry. Seid ihr dumm? Oder bist du dumm? Das ist, also, die Jointgröße knallt dich richtig weg. Der ist ja auch hier, der war ja bis dahin. Bro, das knallt dich weg. Das ist nicht klein. Ja, wenn man es alleine raucht, reicht doch. Außerdem, Chat, das ist kein Marihuana da drin, das ist CBD. Für Twitch. Der ist auch randvoll. Der ist nicht klein. Frohe Weihnachten nochmal an alle. Und ganz viel Gesundheit, vor allem während der Corona-Zeit. Ich freue mich auf die folgenden Streams. Wie lieb. Er ist auch älter geworden. Kannst du dich noch an meinen Handsome Squidward... Glaube ja.
kann ich mich noch dran erinnern, ja, kann ich. Eine lustige Tasse, Nikolaus. Und Socken. Weed-Socken? Nein, das ist Bambus. Weed juckt kein, fucking true. Who fucking cares? Nee, aber es gibt immer so, wenn irgendwas mit Gras im Stream ist, dann so, Bro, was? Nur ein Bong-Hit? Cringe oder irgendwie sowas. So irgendwie, so Leute, bei denen, yo, Smiley, danke, Bro, bei denen Gras rauchen, so irgendwie, keine Ahnung, eine Persönlichkeit ist oder irgendwie sowas. Neuer PC mit AMD Ryzen 5600X, 6 GB RAM, GTX 79, okay. Ja, hast du Ausrüstungsbedarf? Ja, okay. Auf den Bildern, ja, okay, nice. Die Grafikkarte muss auf jeden Fall geupgradet werden. Aber reicht noch. Für 1080p reicht das, denke ich. Okay. Nice. Spuck's aus. Nimm das Mundstück in den Mund, lies die Karten vor und die anderen raten, was gesagt wird. Oh, das ist wie so eine YouTube-Challenge. Alright, viel Spaß mit der Familie zu spielen und dann das Ding zu teilen. Bruh, das muss man das dann so rumgeben. Und dann irgendwie die Mom und die Oma kriegt das dann so rein. iPhone 11 und einen kleinen Weihnachtsbaum hier auf dem Schrank stehen. Benny! Alright, Benny! Damn, okay, da wird mal. Ja! Game Changer! Alright. Okay. Alright. Ich hab's gehört. F in den Chat. Danke für die 2 Euro. Benny, actual Scheichnachten. Ich glaube, da muss mal wieder eine Subbomb kommen, okay? Anscheinend ist da noch ein bisschen, ne? Warte, wie viel Subs hast du gegiftet? 5 nur. Okay. 165 Hertz. Checkmark. 27 Zoll. Checkmark. WQHD. Checkmark. Adaptive Sync. Checkmark. Frohe Weihnachten an alle. Acer Gaming Monitor. Alright, Kamera von irgendwie 2003. Wie mehr gibt es, kriege ich ein anderes Badge? Oh no! Aber, ja, nice. Guter Monitor. Halt so praktischen Stuff, aber trotzdem nice. Was ist das? Was ist das? Ein Schlüssel? Das ist doch kein Schlüssel. Ist das ein Löffel? Hä? Löffel und Gabel zusammen. Gabel auf Löffel. Ein Göffel. Naja, viel Spaß damit. Sudoku und Jogginganzug. Nice, stabil. Ja. BVB Windbreaker. Dritter Monitor und Halterung. Alright, okay. Chat, wo sind meine Fußball-Andys? Damn, Chat, was ist das? Fucking iPhone 18. Ja, aber nicer Monitor. Nebelgeschenk ist Nummer 10 in den deutschen Trends. Okay. Eine neue Kamera und Lego Ninjago. Die Kamera ist sick, aber was willst du mit Lego Ninjago? Yo, Fly! Danke! Die Kämpfe, die Skateclips, ja!
Ach, Visuals! True, das ist der Skaterboy aus dem Chat. Aber was willst du mit Lego Ninjago? Will ich einen Olli darüber machen, über das Flugzeug? Das ist cool. Das ist ein Lichtbogenfeuerzeug. Es erzeugt einen Plasmastrahl und ich kann es über USB-C aufladen. Oh, wow. Ninjago ist geil. Wow, Hashtag Ads. Das brauche ich auch. Cool. Laser. Damn. Euphoria. Oh, auch ein Deck. Beringer Deck. Gut. Ja, okay. Nasen. Ich habe denselben Nasenhaartrimmer. No joke. John Player Special. Shampoo. Der ist shit, der ist keine Ass, ne? Der ist actually Ass, der Nasentrimmer. Der ist nicht so gut. Aber der ist okay. So, der funktioniert, aber der zieht ein bisschen an die Nasenhaaren. Ich hab denselben Trimmer. Warte mal. Ich hab for real denselben Trimmer. Ich hab genau das Ding. Und genau das. Und das ist das Öl für den Trimmer und das ist die kleine Brush. Okay, ein bisschen weird, aber cool. Hat der zweimal gepostet. Nummer 8 in den Trends war es sogar. Wow. Schuhe, Parfum, bisschen Geld, Armband. Okay, ja, Klassiker, die Schuhe. Gucci Parfum, alright. Der Plattenspieler und das Lil Peep Album. Come over when you're sober. Okay, nice. Cooler Plattenspieler. Lil Peep. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber das Problem ist, okay, check das auf. Das ist, also die Musik ist ja alles digital aufgenommen, ne? Und so. Und ich weiß gar nicht, ob es dann wirklich einen großen Unterschied macht, ob man das jetzt auf einer Schallplatte hört oder eben als MP3-Datei. Wisst ihr, was ich meine? Also so zum Beispiel so alte Beatles-Platten oder so, das ist halt für den Vibe, ja. Ja, aber wenn es digital aufgenommen ist und dann auf eine Schallplatte gepresst, das ist doch dann nicht dasselbe, als wenn es analog aufgenommen, also analog mit Tape-Decks und alles, ne? Huh. Okay. Du hebst dann ab? Alright. Frank Ocean-Platte. Let's go, baby. Ohne Lavalampe. Sick. Actually sick. Oh, das ist auch ein sehr hübsches Cover. Lavalampe. Nichts mit falsch machen. Das ist ein sehr cooles Geschenk. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Auch auf dem Subserver herrscht Weihnachtsstimmung. Oh, wie fein. Mit Geschenken. Gemütlich. T-Shirt von Jack and Jones, Schokolade, Polenböller, Schal von Tiger Energy und eine Uhr in der UdSSR. Polenböller? Ich bin erstmal @Polizei. Erstmal @Polizei FFM drunter markiert. Oh, aber die Uhr ist geil. Ich habe ja auch eine russische Uhr. Yo, Jungs, ich hab hier einen. Da musst du aber aufpassen, for real, wenn du sowas twitterst. Musst immer aufpassen. Die Uhr ist fucking sick. No snitches im Chat, aber. Wir haben no snitches im Chat. Hier. Ich hab auch eine russische Uhr. Russische Uhren sind fucking dope. Die gehen zwar instant kaputt, aber die sind trotzdem dope. Die ist nice, die Uhr.
Das ist jetzt die zweite Taschenuhr, die wir sehen, Chat. Sind Taschenuhren wieder modern? Nummer 7 in den Trends. Eine Carinthia Defense 6 Schlafsack. Ein Flaschenbecher, ein Edelstahltopf, 3x3 Tarp, Feuerstahl, Paracord. Junge, ein fucking Tag auf Loadout bekommen. Damn. Actual fucking Tag auf Loadout. der geht jetzt erstmal Factory droppen. Was ist ein Dörrautomat? Krass, ey. Wow. Bro, das ist Cap, oder? Das ist er. Sei nicht eine fucking Karre bekommen. Never, das ist Cap. Seine Hose, was? Ja, die ist beim Waschen eingelaufen. Ja, Gashi, judge doch nicht so. Ist doch nicht so schlimm. Die anderen sind alle in der Wäsche und die ist halt beim Waschen eingelaufen. Scheiße. Kann man nichts machen, ist halt ein bisschen enger, aber so Hauptsache ist sie halt irgendwie warm. Ja, aber krass, Glückwunsch, wenn es echt ist. Pineapple. Oh, cool. Ein Nudelholz, ein kleines Rentier. Oh, das ist sehr hübsch. Das ist sehr, sehr hübsch. Das ist sehr cool. Ja, das ist auch diese Reihe, ne? Diese Lego, diese, detaillierten Lego-Modelle auch von so Space Shuttle und sowas. Das ist sehr hübsch, wenn man sich das hinstellt. Ist echt geil. Echt cool. Doja Cat Palette, PS4 Game, Douglas Gutschein, iPhone 8 und 2 Cosplays. Bro. Damn. Life is Strange True Colors. Chat, ist doch die Freundin von einem von euch, oder? Oder? Ich weiß ganz genau. Okay, was ist von dir? Was ist von dir das Geschenk? Ich hoffe, das iPhone 8. Weil das iPhone 8 wäre fucking Baller. Nichts. Kommt noch? Alright, okay. Anime. Chat, imagine das seinem Sohn schenken. So, das kauft man dann so ein, ne? Und dann ist da so ein Schulmädchen, wo so ein Typ da. Oh, da denkt man sich auch so, hm. Ja. Aber cool. Jujutsu Kaisen ist auch cool, ja. Das ist nice. Von meiner Schwester. Sind denn genau das? Bro, ein fucking Bild von einem Multimillionär. Als was? Als so Motivation. Und dann hast du noch. Dann hast du hier noch Dogecoin als Profilbild. Oh, okay. Ja, aber ist doch süß. Also als Motivationsding ist es doch irgendwie cool. Oder wenn das so ein Held ist von einem oder irgendwie so, ne? Das hat doch was. Das ist in Ordnung. Einmal dieses Monstrum an Bildschirm. Krank, Bro. Heftig. Wartet. Oh. Er hat's drunter gepostet. Neuer Thrasher-Hoodie. Der ist keiner stabil. Damn. Und Ultra-Wide-Monitor. Spielt er Cyberpunk? Yikes. Oh no, warte, ich muss weiter runter scrollen.
Boah, ist das viel, was wir noch haben. Hört ja gar nicht auf. Okay. Cyberpunk. Beep, boop, 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 boop. Wartet, 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 wartet. Okay. Echt nur zum Testen? Oh. Naughty Dog Cyberpunk. Cyberpunk ist, wisst ihr noch, als Cyberpunk so ultra gehypt war, so um April rum oder irgendwie sowas, ne? Einfach die cutesten Socken. Und dann war es einfach übelst fucking ass. Die sind süß. Oh, ein kleiner Hund. Yo, Judas! Jungs, passt auf mit euren Polenböllern und was ihr so postet. Ich bekomme miese Flashbacks. Die OGs wissen, was ich meine. Ja, Yunus. Die sind sehr süß. Yo, ist nice. Brauchte das Kabel, weil mein altes kaputt war. Welches Kabel? Das? Was ist das? Mauspad? Mashallah. Switch-Kabel. Ah. Reefed-Merch noch nicht angekommen. Nein! Nein! Kein Reefed-Merch! Hey, war cool. Cooles Mauspad. Matthias Reim live. VIP-Upgrade. Wer ist denn Matthias Reim? Hä? Schlager? Oh no, Frank. Oh oh, okay. Oh ja, das habe ich. Oh, Chat, das habe ich gestern gesehen, als ich mal auf den Hashtag gegangen bin. Holy fuck, Bro. Junge. Fucking iPhone 13 Pro, 7 Nano Leafs. Noch den Charger. Und natürlich Apple Watch. Oder halt der Sports Loop. Damn, Junge. Fucking actual-reich. Actual-reich PUV. Krass, ey. Aber kein Staubsauger für seinen Tisch? Aua. Bis jetzt ein Modellauto von Hans Mazda RX-7 aus Tokyo Drift. 750 Euro! What the fuck? Holy shit! Einen neuen Stuhl? Paar Süßigkeiten. Junge! Das ist fucking krank, ey. Bro, das ist fucking insane. Bis jetzt. Das ist actually fucking crazy, Junge. Du bist so lucky, ey. Damn. Oder du hast einfach, wahrscheinlich hast du sehr viele Verwandte, aber 750 Euro zu Weihnachten ist cracked. Das ist no joke fucking cracked. Naja, aber der andere hat ein iPhone 13 bekommen, also. Naja. Yo, Chris, danke, Bro. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Majin, danke für den Gifted Sub an Jonas. Meister geht weg für Auto und Führerschein, ja. Ist auch echt teuer. Ja, war krass. Ey, Glückwunsch. No joke. Actually blessed. Joking Hazard. Offensive Game von Cyanide and Happiness. Oh, und ein Wired Streaming 3D Blu-ray Disc DVD Player Lector Blu-ray 3D DVD Compatible Multiroom. No shot. Damn. Oh. Pickle Rick Merch. Pickle Rick. Rick and Morty
Bettbezug, Pickle Rick, Socken. Oh oh. Das ist ganz cool, das ist auch cool. Lenovo, was ist das? So ein kleines Tablet? Ein Tablet zum, mit einem Schreibding. Alright, Pock. Zu den beiden Dior Sauvage. Eins ist ein Parfüm und eins ist ein Deo. Und zur Maus, haha. Meine Tante wusste nicht, dass ich schon eine 180-Euro-Maus habe. Haha. Falls das hier im Stream angeschaut würde, würde ich dir... Wünsche ich dir, Nebelnik, und natürlich auch Chat frohe Weihnachten. Oh, wie süß. Dior, ja, Dior Sauvage. Ist das nicht, was Jeremy Fragrance immer sagt, dass das irgendwie so, dass er davon so einen steifen Schwanz kriegt, wenn er daran riecht? Safe, oder? Das ist doch das. Das ist so dieses klassische Deo. Und natürlich Airport. Fucking Airport. Fucking Raumschiff als Maus. Faber-Castell Manga Set. Actually nice Geschenk. Wirklich sehr nice Geschenk. Sehr nice Geschenk. Bro, Captain Lunz, warte mal, Chat, weil das in den Twitter-Trends war, ach nein, das ist Seehofer, okay, der ist kein Boomer, ich habe schon gedacht, jetzt haben irgendwelche Boomer so ihre... So von ihren Enkelkindern die Geschenke reingeballert. Aber elektrische Zahnbürste, let's fucking go. Ich habe halt gedacht wegen dem Foto, dass das halt so, ne, irgendwie sowas ist. Aber ja, let's go. Viel Spaß damit. Kreuzlinien Laseraxt. Laseraxt? Kippenkrake. Zwackenott. Bro. What the fuck ist das? Was ist das für ein Satz? Palmal, okay, kippen. Eine Krake. Ein 20er Ott und eine Axt. Okay, nice. Welche kriegst Kippen und eine Axt? Hä, ist okay. Alright, das ist nice. Ich habe das beste Geschenk, keine Diskussion. Marvel-Socken. Nice. Nice, nice, nice. Einen Zauberstab. Ein fucking Zauberstab hat er bekommen. Chill, ist der real? Ist der real? Geht der? Ein paar begiftete Subs, ja, das wäre nice. Das wäre schön. Warte. Okay. Oh, mein Tee ist nicht eingestöpselt. Oh. Wenn der Zauberstab echt ist, bekomme ich jetzt 5 giftete Subs. Oh, das ist anscheinend nicht real. Tja, was will man machen? Rentner-Setup. Yo! Ist real! Als ob, der Zauberstab ist real! Actually Pockgeschenk. Actually Pockgeschenk. Yo, danke Unicorn Mars. Danke für die 5 Gifte Subs. Danke, danke Homie. Genau das, was ich mir gewünscht habe an Weihnachten. Zack. Dodged. Easy. Danke. Alright. Danke. Großen Kuss. Großen Kuss, 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 Kuss. Render-Setup. Das ganze Setup geschenkt bekommen. Never. Hä? Ein Schweinefuß. Yo,
Jo, Chris, danke für den Gifted Sub. Ein Schweinefuß. Ein Barset. Morgen wird ordentlich Cocktail getrunken. Die Geschenke gehören nicht mir, sondern meiner Familie. Oh. Oh, da hast du gar nichts bekommen. Warum ist der gelb? Das ist das Fett. Aber der ist bestimmt lecker. Der ist bestimmt lecker. Leckerer Weihnachtsschinken. Bin Moslem. Oh. Shit. Naja. Aber dafür hast du, was hast du? Bei Ramadan gibt's Geschenke, oder? Oder? Und einen Geburtstag? Also. Ja. Das schwarze Teil ist ein Modeling-Amp für meine E-Gitarre. Jujutsu Kaisen, Banger. Minimalistische Uhr, alright. Was ist das? HX Storm, damn. Nice. Echt cool. Der Ball kann fliegen. GHG. Hast du fliegenden Ball bekommen? Ja, und noch die Maus, ne? Ja. Nice. Das ist cool. Hab das bekommen. Nivea. Chat, das verstehe ich nicht. Warum schenkt man Duschgel-Deo-Kombo? Das verstehe ich nicht. Ist ein Hint. Nee, aber das verstehe ich for real nicht als Geschenk. Weißt du, mein Angebot war? Hab Ex bekommen. Ja, aber wir haben jetzt schon richtig oft so Duschgel-Deo-Kombos gesehen von verschiedenen Marken. Und, Und irgendwie, ich find so Socken, ja, Socken sind so okay oder irgendwie sowas. Aber ich finde, no joke, ich find Duschgel-Deo-Kombo als so das, was dann so im Rewe irgendwie für 5 Euro da steht. Wahrscheinlich hat er das von seiner Schwester geschenkt bekommen oder irgendwie sowas, ne? Ich denke mal, das ist doch so ein Geschenk, was man von seinen Geschwistern kriegt. Ja, kann man immer gebrauchen, ne? Schwiegermutter. Ja. Ich glaube, Kacke ist noch ein Big Box. Mein Bruder hat nichts von mir bekommen, ja. Ja, ich schenke meinen Eltern auch nichts, weil meine Eltern haben alles. Und wenn meine Mom irgendwas will oder irgendwas braucht, wirklich, wenn sie was braucht, dann kaufe ich sie einfach. Easy. Staubsauger zum Beispiel. Oder ein neuer Herd oder eine neue Waschmaschine oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist einfach also halt so, dieses, keine Ahnung, und dann halt an Weihnachten so auf Krampf halt irgendwas. Weiß ich nicht, mein Vater hat auch alles, so. Ja. Ich habe ihm mal ein Fernglas geschenkt, weil wir haben immer Ausflüge gemacht. Und er hat dann halt gerne so auf dem Berg gestanden mit dem Fernglas so rumgeguckt. Ja. Chat, ich muss tatsächlich mal Kaka. Weil es jetzt nicht so sehr, ist nicht sehr weihnachtlich. Ich muss actually aufs Klo. Schon eine Weile. On stream. Okay, Chat, gib mir ein bisschen, okay? Gib mir ein bisschen. Und ich bin gleich wieder da. Alright? Alright. Bis gleich.